Jetzt macht das auch nicht mehr. Ich glaube, du musst es wirklich in Combo tragen. Aber das Gewand hat ja kein Cape. Doch, sobald ich das Gewand anlege, macht er das. Man, zieh doch mal diesen scheiß Helm aus, Junge. Es ist tatsächlich der Helm. Also es das ist kauf das Gewand. Kauf mir das mal kurz, warte. Du kannst ja zurückgeben. Es ist das Gewand. Du musst nur einen entsprechenden Helm dazu tragen. Mein Helm war einfach zu groß, dass er... Also jetzt ist... Ich weiß nicht, es gab, glaube ich, relativ wenig Ausrüstung, die... die sich geändert hat. So, ich gucke jetzt mal kurz in meine Quest, was haben wir hier noch? Raumkämpfe ist klar. Ja, bei mir ist es immer noch nicht zusammen, dementsprechend. Also ich habe hier zum Beispiel noch eine Story-Quest für Flashpoints. Interessant. Der Zeus Shadow, da müssen wir aber rein, oder? Ich weiß es nicht. Okay, dann bleibe ich halt wieder dabei, alles klar. Ne, Direktive 7. Ich glaube, wir müssen zu Moff Gyak. Wir gehen einfach mal hin. Ich flieg mal kurz rüber. Mal gucken, wo du bist. Hier einmal Westen, Interflottentransporter. Flottentransporter. Aber ich muss sagen, ey, die haben echt gut aus WoW... Kurz gesagt, sie haben geklaut. Aber sie haben echt gut aus WoW gelernt. Sie haben echt gute Sachen. Also mein Cape glitscht übrigens immer noch beim Gleiter. Echt? Stand echt dick in den Patch Notes. Ich hab mir alle möglichen, also es gibt ja einmal so zusammenfassen, habe ich mir noch die Original, ich habe mir alles durchgelesen. Wie gesagt, ich bin ziemlich angefickt von dem Update. Irgendwas wollte ich noch beenden. Warum stehen hier eigentlich meine Kontakte nicht drin? Also ihr seid immer noch unter O. Ach, vielleicht, ach ja, stimmt, man kriegt, also das, der wahre Inhalt, der richtig geile Inhalt ist aber auch wirklich, was erst mit Level 60 kommt, 60 aufwärts, also The Fallen Empire. Weil da gibt's jetzt nochmal 9 Kapitel. Wir haben in der Hauptstory 3 bis Level 50. Also da ist nochmal richtig viel Story und dann kannst du auch wirklich, wie in WoW, deswegen habe ich ja gestern geschrieben, hier Garnison, dass du dass du ganz viele Begleiter findest und du, es ist wirklich sogar so, dass wenn du dich mit irgendjemandem anlegst, dass er stirbt oder keinen Bock auf dich hat und deswegen auch nicht dein Gefährte wird. Und das ist wie in der Garnison. Ich hoffe nur nicht, dass man die durch die Gegend schicken. Jetzt... Verdammt, ja? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Fuck. Wart ihr einsam? Hast du jetzt... Ach, jetzt hast du nur diesen Helm an? Ja. Also mit dem Ding hat's halt nicht funktioniert. Mit dem Bruststück? Ja. Und dem Helm? Ja. Dann liegt es daran, dass du eine Frau bist. Warte mal, ich... Beweg dich mal nicht. Guck mal, ob ich das Ding Marco anziehen kann. Ja, nur mit dem Helm geht's bei mir auch nicht. Aber sobald ich diese Robe an... Also die... Was war denn das? Diese Brustschutzding da anziehe, ja, dann geht's. Bei mir ging's nicht. Da lutzt dich. Das ist ja ziemlich... Also es sah... Ich muss leider sagen, es sah aus wie der Lehrer von meinem Sith-Krieger, wie Darth, wie hieß denn der Bane? Nee, nicht Bane. Der hatte so einen brachialen Namen, so Darth Barrage oder so. Domi hat die Quest anscheinend nicht. Hype Purge. Oder Domi? Nö. Doch, hast du. Vielleicht ist Domi nicht, Was sollst du denn bei der Quest machen, achso, sofortige Rache? Reite zur imperialen Platte. Du bist doch da! Ja. Nee, bist du nicht. Ja. Nimm mal hier schnell. Ach nee, nimm einfach mal deinen Notfallflottenpass, vielleicht funktioniert das. Der hat jetzt, also bei mir hat er zumindest gar keine Abklingsheimer. Ich kann jetzt beide Reisen immer benutzen. Ja, bei mir hat er 60 Millionen immer noch. Ja, okay. Ja, bei mir auch. Ja gut, dann nimm Schnellreise und geh mal auf dein Schiff und komm wieder runter. Oder flieg kurz weg, komm wieder hergeflogen, weil Quest abgeben und so, bevor wir hier abhauen. Ihr müsst übrigens auch nochmal zu eurem Lehrer. War ich schon. Warst du schon? Hast du deinen neuen Skill? Ich muss dir mal meinen zeigen. Ich hatte keinen neuen. Was? Sicher? Vielleicht nächstes Level erst. Dann drück mal P und... Bin noch 47. Nee, damit hat das nichts zu tun. Es gibt komplett neue Low-Level-Skills. Also für jeden von uns, glaube ich, ein. Ich habe nämlich auch einen. Mindestens einen. Wir kriegen auf Level 60 noch welche. Aber du müsstest ja jetzt auch Lücken in deinen Skill-Sachen haben. Also zum Beispiel dein Helden-Moment müsste komplett raus sein. Ja, den habe ich jetzt wieder neu gelernt.
Ja, genau. Achso, also gelernt hast du auf jeden Fall. Ja. Benutz mal alles, was. Das ist doch schon gut. Ich habe gerade. Oh, jetzt. Achso, musst du es nur einmal raushören. Ja, Moment, lass mich kurz. Zurückgesetzt und dann ging sofort. Lass mich kurz meinen Satz zu Ende führen. Guckt beide mal auch alle eure Skills durch, also guckt einfach, ob ihr alles in der Leiste habt, weil ja, Marcel hat Schattenschritt bekommen vom Rogue aus WoW. Du kannst ruhig schon drücken, ich drück gleich auf Gespräch. Achso. Und Domi, du bekommst quasi den Pandaren, den Monk Charge, den es früher gab, plus hier diesen Todesgriff vom Priester. Mhm. Also wenn Marcel Scheiße baut, kannst du mit ihm die Position tauschen. Und das Geile ist, wenn Marcel vorcharged, kann ich mit ihm die Position tauschen. Na gut, ich kann ja nicht chargen. Doch, du hast, du hast jetzt Schattenschritt, du kannst jetzt chargen. Du teleportierst dich hinter sie. Feindliche Luftabwehr muss da habe ich gerade fast meinen Subwoofer eingerissen. Könnte nicht mehr auf dem Spiel stehen. Ich habe übrigens schon wieder so ein 4 Kilo Reis. Das heißt, ich werde jetzt mal hier. Es darf niemand nom, nom, nom. Trefft alle erforderlichen Flugvorbereitungen. Der Einsatz beginnt schon in Kürze. Seid bereit. Wegtreten. Haben wir mit ihm schon mal geredet? Glaube auch. Das kommt mir sehr bekannt. Oh, Alter, hat das wehgetan. Ich bin gerade mit meinem Fuß so hammerhart von meinem Subwoofer abgerutscht. Das hat so scheiße wehgetan. Ich muss übrigens sagen, türkischer Ketchup, also aus einem türkischen Laden, schmeckt ziemlich geil. Ich mag nämlich sauren Ketchup. Diese der ist sogar Ketchup mit diesem C mit Pimmel unten dran. Aber zum Glück sind sie sich nicht einig. Da hat gerade einer im Chat geschrieben, wie verlässt er nochmal seine Gilde? Da haben Leute ihm geantwortet, so, ich suche eine Gilde. Es ist eine Falle. Das wollte ich auch sagen. Wie können wir sicher sein, dass der Verräter die Also es sieht cool aus. Die Informationen sind bereits. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass seine Stimme nicht angepasst ist. Ihrer Einsatzbasis. Ja, ich auch. Die müsste ein bisschen Blech anklingen. Ich habe tatsächlich, um Rüstung für meine Gefährten zu suchen, habe ich eine Seite gewälzt. Tor-Fashion oder so heißt sie tatsächlich. Und da haben die sogar aufgelistet, wie bestimmte Blaster klingen und wie bestimmte Kopfstücke deine Stimme anpassen und sowas alles. Wow. Und es gibt eine, die sieht halt aus wie so wie das Alien, also so ein Kopfstück sieht aus wie das Alien aus Alien. Also Alien vs. Predator zum Beispiel. Gibt es einen Grund, das Alien halt. Einfach jeden Droiden in Sichtweite. Und da hast du so eine Stimme. Supergeil. Nicht vollständig abgeschaltet. Das Signal würde immer noch empfangen werden. Wir müssen also kannst du eine richtig geile Monsterstimme, Horrorstimme. Apropos Horrorwoche, aber bis jetzt lief noch nichts Geiles. Eine Fähre bringt euch mit massiver Raumschiffdeckung in die Außenbereiche des Hauptquartiers der Direktive 7. Ihr werdet die Anlage in Verbindung. Ich kann kotzen, ich habe mir so gerne diese Wüstenräuber-Rüstung da gekauft. Den Operationen der Direktive 7 ein Ende. Das ist so dämlich, das Domis-Klasse, die Scheiße. Ja, okay, es passt halt auch zum Agenten. Aber es ist schwere Rüstung. Also, es ist ja Adaptivrüstung, von daher hat es keine Rüstung, aber es ist halt. Ich werde es sieht aus wie schwere Rüstung. Es ist Panzer. Vernichten. Euer Pilot ist startbereit und wartet auf euch. Das Schicksal des Imperiums liegt in euren Händen. Viel Glück. Jetzt haben wir nochmal Direktive 7, hä? Lustig, den haben wir doch schon gemacht. Nee, Direktive 7 haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Ach ja, das wollte ich vorhin noch sagen. Warte mal kurz, gib mir mal kurz 1000 Credits, bevor ich das vergesse. Ups. Ja, 1000 hätten gereicht, ich muss ja nur hinfliegen. Danke. Man kann jetzt ab Level 10, nee, ab Level 5, nee, ab Level 10 kann man wieder die Hammer Station und das andere Ding da bei der Republik machen. Und ab Level 15 kann man alle bis Level 65 durchmachen. Erst wow, was? Also wir können jetzt alle machen. Was war noch? Achso, und es gibt halt diese ganzen Klassenstats nicht mehr. Also es gibt keine Stärke, Wille, List und Zielgenauigkeit mehr, sondern wir haben jetzt alle Meisterschaft. Sprich, wir können jetzt alle theoretisch dieselben Ausrüstungen und dieselben Mods gebrauchen. Nur es gibt immer noch die Sekundärstats. Also wenn irgendwo Verteidigung drauf ist, wisst ihr, ist meins. Und wenn irgendwo ja, wie Crit oder so drauf ist, wahrscheinlich eher Marcel, und wenn es eher so Geschwindigkeit ist, eher Domi wahrscheinlich. Reiseroute besteht. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich hat keiner von euch beiden eine Ahnung, was wichtig für eure Klasse ist, ne? Ich habe zum Beispiel 20 Angriffskraft. Präzision 16, Alter, ich treffe ja gar nichts.
Aber Verteidigung und Absorption. Warum habe ich so viel Verteidigung? Verteidigung war doch voll kacke für mich, oder? Ja, ausweichen. Ich brauche aber Absorption wegen Schild, weil ich voll auf Schild. Dann habe ich ja jetzt endlich mal vernünftige Heilergefährten. Yay! Ja. Hattest du noch gar keinen Heiler? Doch, aber die haben halt scheiße geheilt. Ja gut, weil sie keine Rüstung haben. Jetzt kann Campbell dich sogar heilen. Ja, geil. Aber ich werde dann wahrscheinlich mit Andronikus Revell rumlaufen oder so, mal gucken. Stimmt, ist dann ein Heiler, oder? Ja. So, jetzt... Nein, ich glaube, ich nehme mir Ashara mit, weil die kann nicht leiden. Die sieht ja gut aus. Ja. Warum soll dann ich mal kurz zur Bank ihr Schwert holen. Warum soll ich hier mit ihm reden? Gib mir das Schwert auf Ashara. Bitch. Achso, wo ist meine Bank? Achso, runter. Ne, die Bank ist im Westen. Ey, wieso konnte ich da nicht gerade drauf zugreifen? Was soll das? Ach da. Ich könnte auch mal kurz auf meine Kurve hängen. Fliegen wir mal los. Ashara's Lichtschwert. Ja genau, aber da sind glaube ich, also in den Standardwaffen sind Mods drin. Also wenn du irgendwie eine olle grüne Waffe, gibt denen erstmal die. Und dann, wenn du halt eine sexy Waffe findest. Also, es geht wirklich nur um Aussehen. Wenn ihr jetzt seht, wenn ich jetzt irgendeinen grünen Blaster finde, wo ich sage, boah, die sieht geil aus, gebe ich direkt Marco. So. Also erstmal muss ich Marco sowieso irgendeinen Blaster. Wenn wir irgendeinen kack grünen Blaster oder einen grauen finden, den muss ich erstmal Marco geben, damit die heilen kann. Weil ich ein bisschen schade finde, die Skills sind so halb angepasst und dann halb doch wieder nicht. Also alle Fernkämpfer, Blaster, ja okay. Warte mal, du hast Acharas Nahkämpfer. Keiner von uns hat irgendwie einen Inquisitor oder so als Begleiter, ne? Nee. Das heißt, Ashara hat auch keine Hose an, das ist vielleicht etwas, Ja, das ist scheißegal, du kannst sie theoretisch nackt rumlaufen lassen. Du kannst ja, gut, einfach Sozialrüstung kaufen oder einen... Wo halt, ist ihre Hose, verdammt? Du kannst auch allen einfach deine Akolytenrüstung da anziehen. So, und wenn ihr auf euer Schiff geht, jetzt ist nämlich noch so eine Sache, die Gefährtenquests kommen jetzt mit Verlauf deiner Storyquests und nicht mit Verlauf der Zuneigung. Sprich, ich darf jetzt erstmal mit Taurian, Bliss, Marco mit einreden. So, Taurian, was geht ab, Digga? Digga, was ist los? Haben wir denn in nächster Zeit für Auftrag? Taurian muss wichtig sein, weil der ist für einen weiblichen Kopfgeldjäger die Romanze. Also ist quasi Marco, nur männlich. Gibt es etwas, das dich besonders interessieren würde? Er stimmt mir zu. Etwas, an dem ich wachsen kann. Ich habe schon einige Gefechte hinter mir. Schön auch, dass er sein Atemgerät sind echte Kämpfe abnimmt, während er mit mir redet. Ich wünsche mir etwas. Wir haben übrigens auch neue Dialoge mit euren alten Begleitern aufgenommen. Also, Marco hat ja vorher immer gesagt, ich hoffe, ihr habt mich vermisst und so. Das sagt ihr nicht mehr. Ihr sagt jetzt neue Sachen. Cool. Andere Arbeit nehme ich gar nicht erst an. Das freut mich. Bei uns muss man kämpfen. So, erstmal den Kopfslap ausgeblendet, das geht ja so nicht. Du kannst auch wieder den alten anziehen. Nee, jetzt... Jetzt habe ich ihn dir endlich malig gemacht. Jetzt... Ich brauchte einfach mal Veränderung. Ich freue mich darauf. So, Erstschlag, Reise zur Flotte, da bin ich doch gerade. Let me in Ruhe. Nee, Erstschlag ist, nutze die Sternkarte eines Schiffs, um nach Illum zu reisen. Nee, bei mir ist Erstschlag Reise zur imperialen Flotte. Setz mal die Quest zurück. Ich rede in der Zeit mit Taurian. Ich habe euch bei der Arbeit zugesehen. Ah, ich so, sprich mit T9. Da alles ist klar. Das ist das Vieh, was da an der Bank steht. Ja, ich weiß. In diesem Geschäft muss man eben gut schießen können. Ich habe schon Jäger gesehen, die nicht... Jetzt hat aber sein Atemgerät wieder an. Ja, okay, wer von Taris kommt, der sollte vielleicht wirklich eine Gasmaske tragen. Vielleicht kann ich von euch noch was lernen. Schleimer. Freue mich.